schon Profi, ne? Ja. So, wir sind hier bei Hoppe in Volkmarsen. Ich habe gerade mein Schätzchen abgeholt. Das hat jetzt den Motorschutzbügel weniger. Lenker ist leicht verändert worden. Die Elektrik läuft endlich so, wie sie soll. Die Jungs haben sich wunderbar um die Kleinigkeiten gekümmert. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Schon eine kleine Probefahrt gemacht. Und dementsprechend geht's jetzt los. Es ist sehr beruhigend, dass die Kleine läuft. So, Klappe zu, Affe tot. Es wurden die Simmerringe ausgetauscht, die Batterie wurde ausgetauscht, die Kette nachgespannt und geölt. Der Lenker leicht verändert, damit keine Spannungsbögen entstehen zum Tank. Die Elektrik, Riesenaufwasch. Da bin ich sehr dankbar drum, dass die sich drum gekümmert haben und das hingekriegt haben mit viel Aufwand. Gerade nochmal mit dem Elektriker gesprochen, der sehr hilfsbereit war, selber auch ein ähnliches Projekt zu Hause hat, was natürlich dann den Drive etwas verbessern würde. Werte Dame, danke sehr. Also es ist schön, es funktioniert alles, sogar der Gasgriff läuft flüssiger, keine Ahnung. Werde ich also mal bei meiner CWR noch mal checken müssen. Ich muss jetzt die Winkel hier, den Kupplungshebel noch mal neu einstellen, aber das sind Kleinigkeiten und die Mühle läuft. Das Wetter hält hoffentlich, ich rechne natürlich mit ein paar Regentropfen, wie das so ist. Bin warm angezogen, tanke ich präventiv mal voll. Da ist eine Fliege in meinem Visier. So, ich glaube, sie ist weg. So viel Spaß kann man mit 27 PS haben. Okay, das sieht nicht nach Spaß aus, gebe ich zu. Genießen wir noch ein bisschen die nahezu herbstlichen Ansichten oder Aussichten. Die Straßen dürften verhältnismäßig frei sein. Es ist nämlich jetzt irgendwie 15 Uhr mitten unter der Woche. So, gemütliches Cruisen mit gut 100 Sachen. Dafür reichen die 27 PS dicke und ich habe noch ordentlich Kraftreserven. Ich freue mich, wenn dieser Tacho endlich mal etwas stilistischer aussieht. Nicht mehr so kantig. Die Sonne kommt raus, das wünscht man sich mehr. Putziges Dörfchen. Es hat insgesamt jetzt relativ lange gedauert. Die alte war also relativ lange weg in der Mache, was ich absolut verstehen kann. Und die Jungs haben auch gesagt, sie haben es irgendwie ein bisschen vor sich hergeschoben, was ich auch absolut verstehen kann. Ich war ja zu Hause auch nicht gerade der schnellste. Gut, ich habe auch keine Werkstatt zur Verfügung, nur eine Garage mit ohne Strom. Aber also ich bin ihnen da nicht böse. Sind mir mit dem Preis etwas entgegengekommen, was natürlich auch voll okay ist. Und solange die Dame jetzt wieder fährt, können die nächsten Schritte geplant werden, wobei es wahrscheinlich bis nächstes Jahr dauern wird, denn naja, mit der Ausgabe habe ich jetzt nicht gerechnet, aber es ist okay, wie gesagt. Hinfort mit dem Vieh. Kostenlose Anhalter müssen vorher fragen. Ich meine, ist doch Hammer, Sonne. Wunderbar. Da Duster, da Sonne. Ich schätze, ich muss da hin. Ist mir aber auch gerade egal. Gerade geht's mir gut. Ich kann das nur nicht wirklich so erfassen, die alte jetzt wieder zu haben. Es ist unheimlich schön, endlich mein Bike wieder zu haben mit den Schaltern, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und alles Weitere kommt dann im Laufe der Zeit. Aber das sehen wir dann, nicht wahr? Nur so, mit 27 PS kann man auch ein Mercedes jagen.
relativ problemlos. Das ist echt schön, mit der wieder zu fahren. Es ist ein entspanntes Fahren. Es ist ein abgelenktes Fahren. Spontan umentschieden, sagen wir es so. So langsam wird es kühl. Aber zu Hause wartet eine warme Wohnung und ein kuschelnder Hund auf mich. Ein warmer Kaffee. Dann ist das alles kein Problem. Das war es auch schon, war jetzt kein langes Video, gebe ich zu. Ich dachte nur, ich muss mal wieder was von mir hören lassen. Es kommt auch, sobald ich es bearbeitet habe, das Video von der großen Tour mit Sangi. Unserer diesjährigen Spätsommertour. Das sind nur knapp 105 GB Videomaterial, was ich erstmal durchschauen muss von 3 Tagen. Da sind aber, glaube ich, auch ganz coole Sachen dabei. Also freut euch da drauf. Vielen Dank fürs Mitfahren, wie immer. Bleibt sicher. Genießt das Wetter, sofern es noch geht. Ansonsten freuen wir uns auf einen bunten Herbst und auf hoffentlich baldige Saison im Frühjahr. Und ja, wie immer, vielen Dank fürs Mitfahren. Macht's gut.